Hallo und herzlich willkommen. Heute lernen wir wieder ein ganz einfaches Muster für ein Dreieckstuch, welches auch für Häkelanfänger sehr, sehr gut geeignet ist. Dieses Muster sieht aus wie kleine Knospen oder Popcorns. Ich werde für das Video wieder Acrylgarn verwenden und Nadelstärke Nummer 3. Ihr sucht euch das passende Garn und die passende Nadelstärke für euch aus. Es geht los mit 5 Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier und die fünfte. Jetzt steche ich in die zweite Luftmasche und häkle ein ganzes Stäbchen. In die zweite Luftmasche ein ganzes Stäbchen häkeln. Und mit der Luftmaschenkette habe ich jetzt zwei ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Ich steche in die erste Masche und häkle zwei ganze Stäbchen derselben Masche. Eins und das zweite. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Masche. Das erste. Und das zweite. Ich wende meine Arbeit. In der Lücke eine Kettmasche häkeln. Und somit arbeite ich jetzt in der Lücke. Drei Luftmaschen, die zählen als ein ganzes Stäbchen. Und noch ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das erste und das zweite. 5 Luftmaschen. Und hier ist die nächste Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. Zwei ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. Das erste und das zweite. 2 Luftmaschen. Und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste und das zweite. Ich wende meine Arbeit und wieder eine Kettmasche in der Lücke. Und jetzt wieder zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen in der Lücke. Erstmal 3 Luftmaschen, das ist das erste ganze Stäbchen. Und noch ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Das ist das zweite. 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das wird wieder so eine Art Bordüre. Wir fangen immer mit diesen 2 ganzen Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 ganzen Stäbchen an und beenden auch so jede Reihe. Jetzt 5 Luftmaschen. Und nun steche ich in der Mitte in der dritten Luftmasche und häkle 4 ganze Stäbchen in derselben Masche. 1, 2, 3 und das vierte ganze Stäbchen in derselben Masche. Ich wende meine Arbeit. Und nun häkle ich eine Kettmasche in der Masche des ersten ganzen Stäbchens. Ich wende meine Arbeit und wieder 5 Luftmaschen. Und in der Lücke 2 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 ganze Stäbchen. Ich beende die Reihe so, wie ich sie begonnen habe. Das erste und das zweite ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. 1 und das zweite. Meine erste Knospe ist fertig. Ich wende meine Arbeit und wieder eine Kettmasche in der Lücke. Und jetzt häkle ich wieder die Bordüre. In der Lücke 2 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen sind das erste ganze Stäbchen. Noch ein ganzes Stäbchen in der Lücke.
zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen derselben Lücke. Fünf Luftmaschen. Und jetzt in der Lücke eine feste Masche. Nochmal fünf Luftmaschen. In der nächsten Lücke eine feste Masche. Fünf Luftmaschen. Und wieder die Bordüre. In der Lücke zwei ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen derselben Lücke. Das Muster besteht quasi aus zwei Musterreihen. Die zweite Reihe ist jetzt fertig und bei den ganzen Luftmaschen haben wir die Zunahmen gemacht. Wieder eine Kettmasche in der Lücke, drei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Und jetzt häkeln wir wieder die Knospen. Fünf Luftmaschen und wieder in der mittleren Masche, das ist die dritte Luftmasche, vier ganze Stäbchen in derselben Masche häkeln. Eins. Zwei, drei und das vierte ganze Stäbchen. Ich wende die Arbeit und steche in die Masche des ersten ganzen Stäbchens und häkel eine Kettmasche. Ich wende wieder die Arbeit und häkel fünf Luftmaschen. In der nächsten Lücke häkel ich jetzt eine feste Masche. Und wieder fünf Luftmaschen. Hier häkel ich wieder in der mittleren Masche eine Knospe. In der dritten Luftmasche vier ganze Stäbchen in einer Masche. Eins. Zwei. Drei. Und das vierte. Ich wende die Arbeit. In der ersten Masche des ersten ganzen Stäbchens eine Kettmasche häkeln. Ich wende wieder die Arbeit und werde jetzt wieder fünf Luftmaschen häkeln. Und jetzt wieder die Bordüre. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen zwei ganze Stäbchen. Das erste. Und das zweite, zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Jetzt habe ich zwei Knospen in dieser Reihe. Ich wende die Arbeit, eine Kettmasche in der Lücke, drei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen derselben Lücke. Und in dieser Reihe sind jetzt wieder die Zunahmen. Fünf Luftmaschen und in der Lücke eine feste Masche häkeln. Und wieder fünf Luftmaschen. In der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln. Fünf Luftmaschen, in der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln. Fünf Luftmaschen, eine feste Masche in der nächsten Lücke. Fünf Luftmaschen und die Bordüre. In der Lücke zwei ganze Stäbchen. Eins, zwei. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen derselben Lücke. Das erste und das zweite. Ich wende die Arbeit.
Ich bin mit einer Knospe gestartet und jetzt habe ich zwei. Nun häkle ich erstmal wieder die Bordüre, eine Kettmasche in der Lücke, drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste und das zweite. Jetzt fünf Luftmaschen. Und ich häkel eine Knospe in der mittleren Masche. Vier ganze Stäbchen in der mittleren Masche. Eins. Zwei, drei und das vierte. Ich wende die Arbeit und steche ich in die Masche des ersten Stäbchens und häkel eine Kettmasche. Arbeit wenden. Fünf Luftmaschen. So, hier habe ich jetzt die Knospe gehäkelt und in der Lücke häkel ich jetzt eine feste Masche. Und wieder fünf Luftmaschen. Und jetzt häkle ich in der mittleren Masche eine Knospe. Wieder vier ganze Stäbchen in der mittleren Masche. Das erste. Das zweite. Das dritte. Und das vierte. Arbeit wenden. In der Masche des ersten Stäbchens eine Kettmasche häkeln. Und ich wende die Arbeit. Fünf Luftmaschen. Und jetzt in der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln. Fünf Luftmaschen. Und in der mittleren Masche wieder eine Knospe. Vier ganze Stäbchen in der mittleren Masche. Eins. 2, 3 und das vierte. Arbeit wenden und in der Masche des ersten Stäbchens eine Kettmasche häkeln. Und die Arbeit wieder wenden. 5 Luftmaschen und jetzt wieder die Bordüre. In der Lücke 2 ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen derselben Lücke. Jetzt habe ich drei Knospen. Ich wende meine Arbeit, eine Kettmasche in der Lücke, drei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der Lücke, zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in der Lücke. So, jetzt werden wieder feste Maschen in Lücken gehäkelt. Fünf Luftmaschen. In der ersten Lücke eine feste Masche häkeln. Und wieder fünf Luftmaschen. In der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln. Fünf Luftmaschen. In der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen, in der nächsten Lücke eine feste Masche, 5 Luftmaschen und auch in der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in der nächsten Lücke, 5 Luftmaschen und ich beende meine Reihe wieder mit der Bordüre. In der Lücke zwei ganze Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen. Ich wende die Arbeit und jetzt wieder die Reihe mit den Knospen. Eine Kettmasche in der Lücke. Drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in der Lücke.
Und jetzt häkle ich wieder abwechselnd Knospen und feste Maschen. 5 Luftmaschen zuerst und jetzt wieder in der mittleren Masche 4 ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei und das vierte. Arbeit wenden und in der Masche des ersten Stäbchens eine Kettmasche häkeln. Und die Arbeit wieder wenden. 5 Luftmaschen. Und in der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen. Und jetzt die Knospe. In der mittleren Masche 4 ganze Stäbchen häkeln. Erste, das zweite, das dritte und das vierte. Arbeit wenden, in der Masche des ersten ganzen Stäbchens eine Kettmasche und die Arbeit wenden. 5 Luftmaschen und eine feste Masche in der nächsten Lücke häkeln. 5 Luftmaschen und jetzt wieder eine Knospe, in der mittleren Masche 4 ganze Stäbchen, eins, zwei, drei und das vierte. Arbeit wenden, in der ersten Masche eine Kettmasche häkeln und die Arbeit wieder wenden. 5 Luftmaschen und eine feste Masche in der Lücke häkeln. 5 Luftmaschen und jetzt wieder eine Knospe. In der mittleren Masche 4 ganze Stäbchen. 1, 2, 3 und das vierte. Arbeit wenden, in der ersten Masche eine Kettmasche häkeln und die Arbeit wieder wenden. 5 Luftmaschen und ich beende die Reihe wieder mit der Bordüre. 2 ganze Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Und es fängt an größer zu werden. Ich habe jetzt 4 Knospen. Ich wende meine Arbeit. Und jetzt wieder die Bordüre. Eine Kettmasche in der Lücke, 3 Luftmaschen. Ein ganzes Stäbchen in der Lücke. 2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen derselben Lücke. Und jetzt werden wieder feste Maschen gehäkelt. Erstmal 5 Luftmaschen. In der Lücke eine feste Masche häkeln. Und wieder 5 Luftmaschen. In der nächsten Lücke eine feste Masche. 5 Luftmaschen, in der nächsten Lücke eine feste Masche, 5 Luftmaschen, in der nächsten Lücke eine feste Masche häkeln, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in der nächsten Lücke, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in der nächsten Lücke. 5 Luftmaschen, in der nächsten Lücke eine feste Masche, 5 Luftmaschen, in der nächsten Lücke eine feste Masche, 5 Luftmaschen und die Bordüre. In der Lücke 2 ganze Stäbchen,
2 Luftmaschen und nochmal 2 ganze Stäbchen. Und wir wiederholen immer diese 2 Reihen. Jetzt wieder abwechselnd. Erstmal die Bordüre, dann die 5 Luftmaschen, dann eine Knospe, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in der Lücke, bis zum Ende der Reihe wiederholen. Probiert es aus, es ist wirklich ein ganz einfaches Muster, es ist ganz schnell gehäkelt und es sieht wunderschön aus. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bitte nicht vergessen, Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Like, wenn es euch gefallen hat, und ich freue mich natürlich über netten Kommentare. Bis zum nächsten Mal.